Beim ersten Mal nicht zu bluten befürchten leider immer noch mega viele Frauen. Schon im letzten Video haben wir geklärt, dass das eine völlig überholte Idee von Jungfräulichkeit ist. Doch anstatt das Konzept der weiblichen Reinheit zu kritisieren, haben sich verschiedenste Firmen lukrative Produkte einfallen lassen, um diese vorzutäuschen. Thank you, Capitalism. Historisch gesehen wurde aus Angst vor Scheidung, Verbannung oder sogar Ehrenmord das Blut von Tauben oder Hühnern genommen. Heutzutage gibt es die künstliche Jungfräulichkeit sogar made in Germany. Mit dem Virginia Care Komplettpaket für nur 119,50 Euro, aktuelles Sonderangebot, kriegt ihr zwei künstliche Jungfernhäutchen, zwei Blutpillen und ein vaginales Straffungsgel bequem an eure Haustür geliefert. Die Ergebnisse seien laut eigener Angabe 100% sicher und wir garantieren ein zufriedenstellendes Ergebnis, damit du deine Jungfräulichkeit in deiner Hochzeitsnacht bestätigen kannst. Yikes. Dabei führen die Presselinks auf der Homepage ins Nichts und die Bewertungen klingen eher so, ich sag mal, shady. Wem das aber noch nicht echt genug ist, der findet auf der Webseite Werbung eines Arztes, der für satte 900 Euro Hymenrekonstruktionen anbietet. Oder wie er es nennt, kleiner Eingriff, große Wirkung. Die Wiederherstellung des Jungfernhäutchens. Als gynäkologisch tätiger Arzt kann ich dann nur den Kopf schütteln. Mir ist auch klar, dass der Gedanke dahinter vielleicht gut gemeint ist oder Frauen schützen soll, sich aber trotzdem finanziell an Ängsten bereichert. Sollten wir uns nicht lieber auf Aufklärung, sexuelle Inklusion und Sanktionen konzentrieren?